Hallo, Steiermark Calling. Ich habe ein Buch geschrieben. Nicht, dass das noch keiner wissen wird, aber ich sage es halt gern. Danke an den Limbus Verlag. Großes Danke aber auch ans Literaturhaus Innsbruck für diese Möglichkeit, meine Lyrik oder mein Debüt einfach ein bisschen in die Welt hinaus zu posaunen, online. Der Gedichtband liest sich wie ein Lebenslauf. Ich mache es halt kürzer. Naja, weil es halt oft was schnell geht. Vom Kaputtgehen. Ich starte jetzt gleich mit dem ersten Kapitel der Kindheit. Danke auch für die Erfindung dieses unbeschwerten Konzepts. Freiheit wäre übertrieben. 9 Monate Fluchtwasser und plötzlich auf Bewährung draußen. Erziehung. Dem Stöckchen beizubringen, den Hund zu holen, hätte gleich viel gebracht. Einzelkinder. Es waren 2 Kinder, die hatten nur sich. Das eine warst du, das andere ich. Das eine war ruhig, das andere laut. Eins wurde Spielzeug, das andere Cloud. Ja, das Kind war ja Einzelkind, mein Bruder auch, geht alles. Auf jeden Fall war das Kind auch im Ferienlager ohne die Mama. Das war nicht immer schön. Richtig schräg ist es worden, als sie so eine Pädagogin, nehme ich an, als Gruppenleiterin gehabt habe. So eine Bewertungstante, die. Was nicht, der, wenn ihr Vater war, hat sie gern Außenseiterinnen produziert. Ist zwar in, aber tut's das nicht. Und bitte jetzt, wo mit die Kinder daheim seid, nicht den ganzen Tag pädagogisch sein. Haltet ja keiner aus. A wie Außenseiterin. Sie ist wie ein Vogel mit brochene Flügel, das im Hernerstall liegt. Warum es nicht mehr fliegen kann, fragt keiner. Und ob es bleiben will, auch nicht. Es frisst viel, es schreit viel und die Hörner schaut es auch deppert an. Man fragt sich schon langsam, ob es sonst auch noch was kann. Wenn es wieder fort ist und für was es gut ist, sind auch so Fragen, die man sich stellt. Weil dass es tut, was es tut, tut es ja bestimmt nur, damit es uns damit quält. Dabei haben wir selber einen Vogel. Nur zum Fliegen Sommerzweig, können die auch Flügel brechen. Und was sagen dann wohl die Leute? Außenseiterinnen. Genau, wir sind bereits in Kapitel 2 der Jugend. Oder wie es in meinem Buch heißt, Marschbefehl. Erste Liebe. Bevor sie sich in die Wüste schicken, spielen sie Vater. Morgana, Kind. Schlafes Bruder. Auch Kurt Cobain war einmal klein, bekam sich oft vor Schlaf nicht ein. Früh schon süchtig, schlummertüchtig, bald berüchtigt, lebensflüchtig. Drum wecke ich dich noch im Pyjama, trotz schwerer Lieder mit Nirvana. Ja, schlafen, schlafen geht momentan ganz super. Auch in Zeiten wie diesen. Zumindest halt, wenn man einen Wohnsitz hat. Jo, Österreich hat halt nicht jeder. Und was uns halt jetzt aktuell neben diesen ganzen Obdachlosen und diesen Flüchtlingen halt schon auch besonders stört, sind Umarmungen. Free Hugs. Ein Kerl mit 3 Haxen macht schon wieder Faxen, macht schon wieder Murz bei Höh. Die Mutterkuh denkt, meiner Sö, was soll nur aus dem Kerl werden? Mit 20 Haxen wird's wohl sterben. Doch is Kerl denkt, geh leck, tut's mir noch ein Haxel weg, sonst werd ich auch so Arbeitstier, dabei bin ich ja ein Proteststier. Bin einer, der die Welt umarmt, keiner, der sich nur selbst erbarmt. Von den ganzen Umarmungen kommen wir jetzt gleich zu meinem Lieblingskapitel,
dem Erwachsenenalter. Wie Smolle ist eine Falle, drum heißt es auch in meinem Buch Laufpass. Inneres. Das Herz ist ein Organ. Wie Polizisten, Richter und Vorstände einer AG. Notstrom. Nur kurz an der Batterie geleckt und dann hast du mir dich aufgeladen für schlechte Zeiten. Und dann kommt's halt, wie es kommt in Beziehungen. Empfänger verzogen. Wir trafen uns mit Worten. Hätten wir nicht nachgeladen, müssten wir jetzt reden. Ja, ich weiß. Schier. Beziehungen. Überhaupt jetzt, wo wir alle da bleiben müssen? Fernsehen? Ausschaltquote. Die erste wird gesteinigt, die zweite wird zersägt, die dritte wird gepeinigt, die vierte sieht, wer schlägt, die fünfte wird erstochen, die sechste wird verbrannt, die vierte wird vermisst, sie hat den Täter erkannt. Die siebte wird zerstückelt, die achte nur erschossen. Ich starre auf den Bildschirm, das Rechteck wirkt entschlossen. Drück ebenso die neun, seh Abschiebung in Farbe. Sollte mich wohl freuen, bleibt höchstens eine Narbe. Mindestsicherheit neu. Mord ab sofort nur noch im Alleingang. Beihilfe gekürzt. Zum Verschnaufen wird's jetzt sehr festlich. Wir sind schon im letzten Kapitel, dem Endspurt. Auch dieses Kapitel ist festlich wie die Zeit, jetzt grad. Geschlossene Gesellschaft. Ein Sturm zieht auf im Einwegglas. Vakuum wird verkostet. Mit am Verhandlungstisch ein toter Fisch. Auch ihm wird zugepostet. Jetzt eines meiner Lieblingsgedichte. Auch sehr festlich. Hochzeitstag. Sie hat die Blumen eingefrischt. Schwermut gab's geschüttelt. Er hat ihr vieles aufgetischt. Gerührt war nur der Hund. Sie hat den Braten blind serviert, er hat ihn nicht gerochen. Sie hat das Blindsein perfektioniert, ihn ungeschaut erstochen. Sie hat ihn einfach tot gemacht, das gefiel sogar den Gästen. Dann haben sich alle totgelacht. Der Hund lebt von den Resten. Bissi morbid, bissi aktuell. Tut mir leid. Danke. Bleibt gesund. Kauft mein Buch. Tschüss.